herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Kochen. Mal anders. Ja, wir stehen hier auf dem Stephansplatz und der ist ganz schön leer. Und ganz schön kalt. Die meisten Pfälzer haben es überhaupt gar nicht geschafft, hier rüber zu kommen und es sieht ziemlich leer aus. Und wir müssen ja heute was zu essen finden. Ganz genau. Wir haben nämlich zwei geheime Gäste. Wer wird noch nicht verraten? Aber wir haben uns was Tolles einfallen lassen, nicht wahr? Jeder hat hier 20 Euro. Und wir werden jetzt wild shoppen gehen, das macht die Karema ja am liebsten. Genau. Jeder von uns. Aber laufen wir nicht hier drüben in den... Hm? Ach nee, mach ich nicht. Also wir gehen shoppen und zwar essen. Keiner von uns weiß, was der andere kaufen wird. Und daraus wird dann ein tolles Menü gezaubert vom Sternekoch persönlich. Genau, und die Karema wird mir fleißig assistiert und ich habe auch viel Hilfe in der Küche, weil wir haben ja heute zwei Gäste. Ganz genau. Und ich würde sagen, los geht's, los oder? Geht's, das ja. Battle läuft. Ja, was kaufe ich denn jetzt? Wie Sie wissen, liebe Zuschauer, ich bin jetzt nicht so mit dem Kochen vertraut und deswegen muss ich mir jetzt irgendwas Gutes einfallen lassen, was man Gutes kochen könnte für vier Personen und ja, schauen wir mal. So, liebe Zuschauer, wir kaufen jetzt ein Hühnchen ein und ich bin erstmal gespannt, was die Karema kauft. Aber wir kaufen jetzt zusammen erstmal ein schönes, saftiges Huhn. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. 20 Euro habe ich. Okay, dann würde ich sagen, Karotten. Karotten sind gut. Frisches Bündel Karotten. Was nehmen wir denn noch? Oh. Karotten kennt man halt. Wir kaufen die Karlsruher gerade noch ihre Eier für die Woche ein, ne? Und wir warten auf das Hühnchen. Zwiebeln braucht der Mensch, oder? Und auch unsere Gäste, das ist immer, sorgt immer für einen frischen Atem. Fenchel hört sich irgendwie auch gut an. Habe ich noch nie was damit gemacht, aber es hört sich einfach nur gut an. Oder Butterrüben. Was könnte man denn mit Butterrüben machen? Also liebe Zuschauer, noch 9 Euro sind übrig. Das Maishähnchen, das haben wir schon. Und jetzt gucken wir, ob wir noch die richtige Würze für das Hühnchen hier finden. So, das wäre sie, meine Ausbeute. So, Herr Anders, keine Zwischenbilanz? Wie sieht's aus? Mal reinschauen? Ja, zeig mal her. Also, ich habe gekauft. Chili, Fenchel, Butterrüben, Zucchini, Lauch, Möhren und... Guck mal, die Tüte ist voll schön, oder? Ja, die freut dich wieder, ne? Ja. Du hast wieder nur nach dem Aussehen gekauft. Ja. Und? Pilze. Und Pilze. Kannst du damit was kochen? Ja, selbstverständlich. Ich habe ein paar Kartoffeln. Oh, aha. Habe eine Orange, zwei Zitronen und Ingwer. Oh, Ingwer ist gut. Ingwer. Und habe ein leckeres Maishühnchen gekauft. Und habe noch sensationelle 1,80 Euro habe ich noch. Also ich habe noch 3,70 Euro und damit wollte ich jetzt eigentlich mal was kaufen. Darf ich? Ja, ich gebe dir mal eins, weil du immer so gerne einkaufen gehst. Da kannst du mal fleißig losshoppen. Okay, dann würde ich sagen, gehe ich nochmal schnell. Ich nehme die Tüten ab, ja. Weil sonst... Okay, und ich besorge mal was. Einfach mal Gentleman und du kannst noch eine Runde flitzen gehen. Oh, okay, dann gucke ich mal. Ja, viel Spaß. Wo bleibt sie denn? Hallo! Was darf es sein? Also ich habe 5,50 Euro und damit soll ich einen Nachtisch besorgen. Also ein französisches Nachtisch, ein Eclair. Sehr, sieht sehr gut aus. Ja, ich hätte mit Schokolade, Kaffee, Vanille. Dann würde ich sagen, 5,50 Euro, was kostet denn einer? 1,60. Kann man bei Ihnen auch handeln? Was hättest du? Wir sind vier Personen. Also 4 Stück, 45. Perfekt. Oder?
Dann nehme ich, zwei Vanille und zwei Schoko. So, meine 5,50 Euro. So. Warte, ich kriege noch 10. Nein, ne, behalten Sie. Dankeschön. Vielen Dank. Guten Appetit. Werden wir haben. Einen schönen Tag noch. Tschüss. Ich habe was Süßes. Ich bin schon da, Hallo. Ich habe einen tollen Nachtisch. Mon chéri, eine französische Spezialität. Und, was hast du mitgebracht? Lass mal reinschauen. Eclair. Eclairs hast du mitgebracht. Und ich habe gehandelt, weil das Geld hätte eigentlich nicht gelangt. Und, was hast du rausgekriegt? Jetzt habe ich sogar noch einen extra dazu bekommen, weil ich so nett bin. Ja, wer kann dir schon einen Eclair abschlagen? Weißt du eigentlich, dass Eclairs Liebesknochen sind? Ja. Gut, okay. Gut, ne? Ja. So, für unsere Gäste. Und ja, du hast es ja vorhin, haben wir es noch gar nicht erwähnt. Nee, erwähnt haben wir es nicht. Wir gehen nämlich jetzt heute zusammen in unsere neue Location und da erwarten unsere zwei Gäste. Genau, aber wir müssen erst noch ein bisschen was vorbereiten. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt schon mal los. Wir laufen los und gucken mal. Dann gucken wir, wie es weitergeht. Gucken wir es an, genau. Kennst du es eigentlich? Vollgepackt mit schönen Sachen. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, in unserer neuen Location hier bei den... Die Natives. Genau. Hier kochen wir nämlich jetzt ab sofort für, ich sag jetzt mal, einige Folgen, bis wir unsere... Ich denke mal bis zum Sommer, bis wir unser Haus beziehen. Genau, ganz genau. Ja, und ich denke, das bietet sich auch sehr schön an, ist sehr geräumig und es riecht richtig schön aus. Hier werden sich unsere Gäste wohl. Wir haben ja richtig viel Platz für Karimas Schuhsammlung. Genau. Du mit den Schuhen. Ja, Karima, jetzt haben wir ja nicht nur das Maishähnchen, sondern wir haben ja auch die ganzen anderen Sachen. Also das Maishähnchen, das marinieren wir mit Chili, Ingwer, Zitrone und Orange. Und von dem restlichen Gemüse machen wir einen leckeren Gemüseeintopf. Und da setzen wir nachher dann das Maishähnchen drauf. Und von den Kartoffeln, die schieben wir in den Ofen, machen wir leckere Ofenkartoffeln. Weißt du, den Fenchel habe ich ja gekauft, weil es hört sich einfach gut an, Fenchel, finde ich. Echt? Ja. Habe ich noch nie was damit gemacht. Aber ich habe Chili gekauft. Die habe ich gekauft. Ach so. Was passiert jetzt mit Ingwer, oder? Also nehmen wir Ingwer, den schneiden wir schön klein. Wir nehmen den Chili, den schneiden wir klein. Die Zitronen schneiden wir klein und damit werden wir jetzt einfach das Tierchen füllen. Wir werden noch ein bisschen Ingwer aufheben, das machen wir nachher an die Karotten und das Gemüse dran. Eigentlich bin ich immer fürs Füllen zuständig, oder? Ja, dann schneide ich alles klein und du füllst es gleich. Okay, warte, dann wasche ich kurz meine Hände und dann machen wir das. Okay, ich bin die... Du bist ja die Füllerin, also genau. Ich habe jetzt alles klein geschnitten. Wir haben hier Ingwer, Chili, Orangen, Zitronen, Salz, Pfeffer und ein bisschen Gewürzmischung mit Fenchel, Kreuzkümmel, Boxhornklees drin, auch für das Hühnchen. Kümmel. Ich weiß, du isst kein Kümmel, aber es ist gut für die Verdauung. Okay, gut. Und das heißt, ich mache das jetzt einfach alles wieder so rein, genau, Hände gewaschen habe ich? Genau, oben schon, die Haut habe ich schon aufgemacht da oben. Aha. Da kannst du jetzt, wenn du willst, mal einfach so etwas... Chili drunter machen, weil dann sieht man den nachher auch schön durchkommen. Da wird die Kruste schön scharf. Wir haben die Gäste gar nicht gefragt, ob sie überhaupt scharf essen. Ja. Okay, müssen sie jetzt... wir verstecken die ja, das sieht man ja nicht. Ja, sieht man nicht. Das verstecken wir jetzt schön da rein. Das ist gut. So, ist der Chili drin. Jetzt kannst du wahrlich weitermachen mit dem Ingwer, mit den Orangen reinmachen. Ich mache noch... Einfach hier so rein. Einfach schon reinlegen, immer so verschieden bis hinten durch. Richtig tief rein. Aha. Express yourself. Express yourself. You don't never need help from nobody else. So, Karim, jetzt geben wir noch, jetzt haben wir so schön gefüllt, wir zwei. Und jetzt geben wir noch ein bisschen Wasser hinzu. Das Wasser geben wir dazu, dass es ein bisschen nicht trocken wird. Das ist ein bisschen verdampft und dadurch wird die Hähnchen nachher schön knusprig auch. Aber erst immer ein bisschen Feuchtigkeit in den Ofen geben, dass das Ganze nicht so trocken wird. Weil es liegt ja auch auf dem Gitter. Jetzt kannst du es in den Ofen tun und wir tun es jetzt erst bei Niedrigtemperatur bei 100 Grad und lassen es jetzt erst langsam gar ziehen. So, da kannst du es jetzt draufstellen. Andersrum am besten? Jawohl. Andersrum. Okay. So. Jetzt gehen wir auf Umluft und 100 Grad. Okay, dann noch ein bisschen mehr. Und fertig. Gut. Jetzt können wir auf unsere Gäste warten. Ja, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, Karima, so langsam könnten eigentlich mal unsere Gäste kommen, oder? Ja, das Hühnchen ist ja drin und brutzelt vor sich her. So langsam vor sich her, ne? Tisch ist auch gedeckt. Ja, so langsam könnten sie echt, ne? Kommen bestimmt gleich.
Was müssen wir denn noch machen? Also das. Oh. Da sind sie. Sind sie. Hallo. Hallo. Kalt. Er hat stumm geklingelt. Ich war sie. Okay. Klingelparty. Sie hat stumm. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Sehr schön, dass ihr da seid. Hallo. So, dann tretet ein. Servus. Zu sehen. Dankeschön. Hallo. Servus. Servus. Hallo. Habt ihr Hunger mitgebracht? Ich sehr, muss ich ehrlich sagen. Hast du nichts gefrühstückt? Nee, extra, nee, nicht mal Mittag gegessen. Ich habe seit 1985 nichts mehr Festes gegessen, von daher. Okay. Okay, jetzt gibt es erstmal ein Empfangs-Prosecco. Wer möchte öffnen? Brigitte, komm, komm, ja, alles klar. Hallo. So. Also das dauert mir alles schon zu lange. Ja, wie sieht denn jetzt der Plan aus? Also ihr kocht jetzt? Wir kochen jetzt, also wir machen jetzt unser Gemüse hier fertig. Das Hühnchen ist ja schon im Ofen drin. Mhm. Und ihr zwei seid eigentlich hier für die Tischdeko. Wir sind die Kreativen so. Ja. Weißt du, so und wir sind auch so hübsch. Ach so. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich habe noch nicht ein Kompliment von den Herren heute. Doch, schon verliebt. Also, schon verliebt. Seht ihr? Ja. Also, so, Trauer, in diesem Sinne, genau, auf einen tollen Nachmittag. Aber immer schön in die Augen gucken, sonst genau. Wisst ihr, was du weißt, dann habe ich die Dame 7 Jahre. Genau, Knast. Okay. Knast. So, Brigitte, während die Herren kochen, ja. Basteln wir. Und zwar verrückt. Origami. Ja. Hast du schon mal gemacht? Nein. Ich auch nicht. Schön. Dann wird das auch noch mal eine Premiere. Und zwar setzen wir uns darüber. Okay. Wir haben jetzt hier das Gemüse vom Markt. Das müssen wir jetzt alle schälen und klein schneiden. Oh, das ist jetzt erstmal unsere Aufgabe. Das machst du, ich gehe kurz auf Toilette. Okay? Gehst du auf Toilette? Okay, super. Machen wir das jetzt synchron, ja, ne? Wer den schönsten Fisch faltet. Wer den schönsten faltet. Genau. Guck mal, passt voll gut. Ja, voll toll. Echt voll gut. So, dann nehme ich das Dunklere, damit ist das Dunkler? Nee, ich nehme das Hellere, damit man dann auch sieht, wie unfähig ich beim Falten bin. Weil das ist unsere Tischdeko, die wir gerade machen, ne? Das ist nicht dein Ernst. Doch. Fische als Tischdeko. Weißt du warum? Wir wollten ja heute erst eigentlich einen Fisch sozusagen fangen, aber aufgrund der Wetterbedingungen hat es nicht geklappt. Aha. Deswegen gibt es auch Hühnchen, aber dann dachten wir, dass wir, wenn schon noch einen Fisch haben, auch bei uns auf dem Tisch. Sehr schön. Tolle Idee. Also ich würde mich um die Kartoffeln kümmern. Okay. Und du kannst hier einfach den Rest nehmen. Und hier habe ich dir ein paar Karotten vorgestellt. Die schneidest du einfach. Grad runter. Grad runter. Passt. Das machst du mit allem. Chili, mit allem kannst du es machen. Müssen wir das essen oder die Damen? Was? Du hast willst kochen. Das müssen wir alle essen, warum? Ja, dementsprechend. Dementsprechend hättest du gekocht, oder wie? Genau. Sag mal, wie lange brauchst du eigentlich immer, bis du so Show fertig bist? Es kommt immer drauf an. Also in der Regel so circa 1,5 Stunden. Dann 1,5 Stunden? Das geht aber eigentlich, oder? Ja, es geht. Es geht. Gut, ich meine, Vorbereitung ist ja alles. Ja. Man weiß es ja. Von daher geht es dann auch ein bisschen schneller. Das hat auch schon mal 3 Stunden gedauert, ganz zu den Anfängen. Also mein Fisch ist völlig blöd. Das stimmt alles nicht. Also ich habe auch keinen Fisch. Also, aber es sieht doch fast, guck mal, das könnte wie so eine, das Maul könnte das sein hier. So. Aber was für ein Fisch ist das? Ja, das ist der Hammer halt. Nee, Flunder. Ist ja nicht mal. Flunder. Blatt wie eine Flunder. Komm, wir machen jetzt den Flieger fertig aus und lassen den rüber zu den Männern fliegen. Das hatte ich eigentlich nach Karlsruhe verschlagen. Ja, ich war ja im Staatstheater in Stuttgart. Als Schauspieler über 13 Jahre fest engagiert. Und als dann mein Soloprogramm, gerade die Made, gut lief, habe ich mich vom Staatstheater getrennt und bin mit diesem Soloprogramm auf Tour. Und ein ehemaliger Regisseur hat erfahren, dass das Kammertheater frei wird. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich bewerbe mich mal. Und ich konnte mich 80 Bewerbern sozusagen durchschlagen. Und was braucht man dafür? Ja. Außer, dass man die Made im Speck perfekt in Speck badieren kann? Also Kontakte Gott sei Dank nicht, sondern also kein Vitamin B? Nee. Das also rein Bewerbung, richtig zur Bewerbung geschrieben? Genau. Mit Lichtbild, mit einem Zip und Zap? Genau. Okay. Und dann muss man einfach tatsächlich vorsprechen vor einem Gremium, ein Komitee von Stadt, Land und die damalige Besitzerin, Frau Vogel-Reinsch. Ja. Und dann saß ich dort und habe praktisch so mein Konzept vorgeschlagen, dass ich zum Beispiel beginnen würde mit Richie Müller in der Hauptrolle als Cyrano de Bergerac. Und das war schon mal irgendwie, wie kommen Sie an Cyrano de Bergerac ran? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin an Richie Müller ran. Dann habe ich gesagt, ich kenne Richie Müller halt durch Dreharbeiten, Tatort und so weiter. Ja. Und das war schon mal ein kleiner Bonus,
dass man wirklich prominente Menschen in die Stadt bekommt. Wart doch mal kurz auf mich. Ich mache nämlich einen anderen. Okay, wir machen jetzt Probefahrt und los geht's. Sie ist abgestürzt. Ich hab's ganz genau gewusst. Okay, gut, ich bin gescheitert. Liebe du musst Zuschauer. Du musst den auch ein bisschen pimpen. Da hinten dieses Ding da noch rein. Sag mal, hast du nie Papierflieger gebaut? Ah, nicht so wirklich. Und du musst so ihn wirklich auch stabilisieren hier oben. Ja. Also. Oh, tatsächlich, Mensch. I pimp your Flugzeug. Sehr gut, so. Sehr gut. Opa? Ich hasse Schälen. Ich kann das nicht hier. Furchtbar. Ich komme vom Bauernhof und da muss man nie schälen. Da hat die Mama alles immer gemacht. Gehen wir mal rüber, was Kochen macht? Ja, es wäre mal angepasst. Hallo, wir haben hier gearbeitet. Aber echt? Und wir nehmen jetzt... Die Ochsen, die Öchsinnen. Komm, wir gehen jetzt mal rüber und gucken, was die Männer machen. So. So. Okay. Yes. Hallöchen. Hallo. Oh, das sieht aber schon gut aus. Ja, ja, das Ergebnis. Wir haben einfach nur geschnippelt. Sag mal, jetzt sind ja drei Gastronomen am Tisch. Ja, ja, ne? Ja. Im Grunde genommen schon. Drei Gastronomen, ja, stimmt, ja. Gibt es bei dir auch Essen? Nee. Keine Häppchen? Nee, Raucherkneipe, ihr Lieben. So, aber Karina, wir haben doch noch was vor. Genau, wir haben noch was vor. Weil ich würde jetzt gleich einfach nur noch hier das Gemüse anschwitzen. Genau, und zwar, ja, ihr seid ja sozusagen zwei talentierte Schauspieler natürlich. Und, Spielerfrau, Schmuckdesignerin, genau, DJ, du kannst aussuchen, alles. Wir haben uns was Tolles überlegt, und zwar, um die Zeit noch ein bisschen zu überbrücken, weil ihr seid ja eigentlich unsere Gäste und müsst jetzt hier nicht die ganze Zeit mithelfen. Das bekannte Stück, Bernd hat ja auch selbst, glaube ich, mal bei den Burgfestspielen da mitgemacht. Wo? Romeo und Julia. Oh Gott, ich weiß nichts mehr. Wir haben aber... Mach nichts, wir haben den Text da. Genau, wir haben den Text da. Und ihr müsst uns einfach nur eine Szene. Also ihr vorlesen. Habt jetzt ein bisschen Zeit. Ihr könnt jetzt euch hinten auf unser genau. Sofa legen. Ich und die Karima werden beide für euch kochen. Genau. Und wir geben euch, sag ich mal, eine Viertelstunde. In der da könnt Zeit. Könnt ihr wild besprechen und dann... Ist mir natürlich auch den Sex. Genau, mach du schon mal den Giftmonolog von der Julia. Also Brigitte, das ist eindeutig diese Balkonszene von Romeo und Julia. Richtig. Deshalb müssen wir einen Balkon suchen. Ich möchte auf den Hüpfnachturm. Ich nicht. So, servus. Servus. Hallo, grüß Gott. Ich suche gerade bloß Julia. Julia oben. Hi. Ah, okay. Ja. Tschüss. Tschüss. Gutes neues Jahr noch. Julia, Fräulein, bei jedem himmlischen Mond schwöre ich, der alle diese fruchtvollen Wipfel mit Silber malt. Glaubst du, das Essen schmeckt? Hm, ist halt Gemüse, ne? Ja, Gemüse. So, gucken wir uns mal an, was die zwei hier machen. Was die hier wohl treiben. Wir sind gespannt. Freundchen, Freundchen, schwör du mir nicht bei diesem Mond, diesem unbeständigen Mond, der in seinen zirkelnden Kreisen unbeständig ist, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Oder deine Liebe könnte ebenso veränderlich sein, Freundchen. Ja, wobei soll ich denn dann schwören? Schwör am besten gar nicht. Schlampe. Schwör am besten gar nicht. Oder wenn du ja willst, so schwöre bei deinem anmutsvollen Aglitz. Yeah! So. Jetzt habt ihr euch Essen. Wir sind übrigens demnächst im Badischen Staatstheater zu sehen. Peter Spuhler. Unserer eigenen Show, die Rums, die Bums. Und Brigitte, Theaterspiel macht hungrig, oder? Richtig. Sören, wie sieht's aus? Ich hoffe gut, ne? Das werden wir uns mal anschauen. Ja, ich hoffe. Ja. Brigitte, was hast du für Hobbys? Außer basteln. Und außer Handtaschen, Beidurf. Number one. Ja? Was habe ich für Hobbys? Was fragst du mich für Sachen? Briefmarken sammeln, Menschen stalken. Du warst es. Genau, das bin ich. Ja. Was machst du beruflich? Das, was It Girls halt so machen.
Ich habe mich aber noch nicht nackig gemacht. Es kam aber auch noch keine Anfrage vom Playboy. Glaubst du, dass in Karlsruhe ein anderes Publikum wie zum Beispiel in Berlin ist? Nee. Und wenn die Frage aufkommt, warum wir uns jetzt alle hier in Karlsruhe versammelt haben? Also, ich sage jetzt mal, das Publikum ist wirklich immer dasselbe. Es gibt immer nur, kommt immer auf den Anspruch drauf an. Das Staatstheater, bei denen ist es ja völlig normal, dass hier sich nackte Menschen auf der Bühne tummeln und irgendwelche Spielchen damit machen. Nur ob sie jemand sehen will, darum geht es halt. Der Zuschauerzuspruch entscheidet sozusagen, ob das funktioniert oder nicht. Und man sieht es leider natürlich auch jetzt, wenn man gerade vom Dschungelcamp oder so spricht. Ja. Willst du da reingehen? Nein, furchtbar. Du? Das geht, Dreht? Für dich wäre es ein Traum. Für mich ein Albtraum. Also ein Traum, das wäre jetzt übertrieben. Also wenn ich die Anfrage bekommen würde, würde ich bestimmt mal drüber nachdenken, ob ich das jetzt mache. So. Warum wäre es das für dich nichts? Für mich wäre es nichts, weil ich nicht auf so einem Niveau sozusagen nicht herabsteigen, sondern mich einfach begeben möchte. Ich kann mich nicht mit diesen Menschen, ich könnte auch niemals mit Ingrid van Bergen 24 Stunden in einem Zimmer sein. Das wird einfach für mich einfach so krank werden im Kopf, weil sie einfach auf einem ganz anderen Niveau schwimmt. Und ich, die ist sehr intelligent, hat nichts mit dem zu tun, aber ich will mich nicht zum Affen machen für andere. Und die müssen es tatsächlich machen. Die müssen ja wirklich dadurch, die müssen einfach Heuschrecken fressen, ja, oder Känguruhoden und so sagen. Aber sie wissen es ja. Also ja, sie wissen es, aber ist doch totaler Quatsch. Muss man sowas machen? Würdest du sowas im normalen Leben machen? Ach, nö, das machst du nur für die da draußen. Also es sind ja auch Spezialitäten in manchen Ländern. Ja, ja. Also, ja. Also eigentlich mal mit Länder betrachtet. Hast du mal mit Insekten gekocht? Nee. Würdest du das mal machen? Nächste Folge auch. Also du willst unbedingt welche haben. Wir könnten doch da mal so eine Dschungelcamp-Folge machen und dann mal probieren, wie schmecken denn die Grillen. Wie weit geht denn Karlsruher Baustellen-Dschungel? Tunnelcamp könnten wir machen. Direkt vom Marktplatz. Yay! Wir tauchen ein und enden im Europaplatz. Wow. Wir machen jetzt zum Beispiel bei uns eine Marktlücke, und da muss man die Stadt jetzt auch mal loben und auch die Kasik. Eine große Aussichtsplattform, direkt praktisch wo unser Biergarten war. Da kommt jetzt die große Grube im Marktplatz. Und da machen wir eine große Aussichtsplattform, weil die Marktlücke kennst du ja, ist ja doppelstöckig. Und da geht es oben praktisch schon raus auf diesen Balkon, und da kann man praktisch dann die Baugrube die ganze Zeit angucken. Und was hast du so am Sonntag gemacht? Oh, ich hab Baustelle angeguckt. Toll war's. Aber wieso die knackigen Männer? Das wäre doch was für dich jetzt, oder nicht? Welche knackigen Männer? Ich würde nicht Baustelle. Richtig. Ach, was für ein Typ Mann stehst du eigentlich? Auf die auf. Schönen. Achso. Das ist schön. Schade. Schön. Ist der Bernd schön? Ja. Der Bernd ist schön, oder? Er schnuppt so ab. Du weißt gar nicht, wie alt ich bin. Jetzt? Nicht sagen jetzt, ich will jetzt gar nicht, nichts für die Falten zählen und dann schätzen. Der Nachtisch selbst gekauft, Schoko oder Vanille? Eclair. Ich nehme dem Herrn. Ja, dann Schoko. Dann nehme ich das doch Vanille. Dann nehme ich doch leider Vanille. Ja, liebe Zuschauer, das war Kochen. Mal anders. Mit unseren wundervollen Gästen Bernd Gnann und Brigitte Blamage. Vielen Dank nochmal euch. Recht herzlichen Dank. Und in diesem Sinne, wir freuen uns auch wieder aufs nächste Mal. Prost. Prost. Cheers. Mahlzeit. Kannst du mich einfach stehen? Einfach stehen lässt sie mich hier. Ha, was soll denn das?